BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Rund 35 Millionen deutsche Fernsehzuschauer oder unglaubliche 86% haben gestern den Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft im WM-Finale gegen Argentinien vor ihren Bildschirmen mitverfolgt. Wohl ein Rekord für die Ewigkeit. Geschaut und gefeiert wurde aber natürlich auch anderswo. Die Public Viewings zogen hunderttausende Menschen ins Freie und auf die Straßen, wie beispielsweise in Reutlingen. Reutlingen heute Morgen kurz nach Mitternacht. Die Gegend um den Wandelknoten und die Karlsstraße Ecke Wilhelmstraße, sonst städtische Hauptverkehrsachsen, komplett von jubelnden und glücklichen Menschen in Besitz genommen. Die Anspannung bricht sich in totaler Freude Bahn. Gerade so, als ob sich das Sommermärchen von 2006 erst jetzt, 8 Jahre nach dem Traum von Berlin, in Brasilien real vollendet. Es sind Momente wie diese, die sich uns unvergesslich in unsere eigene Erinnerung brennen und die in ihrer Summe auch eine gemeinsame Erinnerung formen. Und so also auch das kollektive Gedächtnis einer ganzen Nation. Solche gemeinsam erlebten Gefühle sind es, die Barrieren überwinden, die unterschiedlichsten Menschen, die unterschiedlichsten ethnischen Hintergründe in überschäumender Freude ganz nah zusammenbringen. Das Spiel war der Wahnsinn. Richtig geil, dass die noch das Tor gemacht haben am Ende. Ich hätte gedacht, Elfmeter, aber es war einfach richtig geil. 1-0! Weißt du, was die Deutschen gut sind an die Deutschen? Nur starke Mannschaft. Mit starker Mannschaft gewinnen die. Deutschland ist eine Mannschaft. Da gibt es nicht einen Spieler, zwei Spieler. Deutschland ist eine Mannschaft und die halten zusammen. Deswegen sind sie Weltmeister. Doch zurück zum Anfang. Ein paar hundert Meter weiter, ein paar Stunden früher. Public Viewing im alten Stellwerk um 21 Uhr. Gefüllt bis zum letzten Platz. Viele haben hier seit 2006 schon oft in wichtigen Spielen mit dieser immer noch jungen Nationalelf gebankt, die in ihrer Mischung, wie auch das Publikum, irgendwie auch das junge neue Deutschland repräsentiert. Jetzt also WM-Finale gegen Argentinien, Chance auf den Griff nach der Krone und der Optimismus ungebrochen. Letztes Spiel gegen Argentinien 4-0, heute mindestens 2-0. Also reguläre Spielzeit wird das Spiel entschieden. Ich glaube 3-1, Müller 2, Klose 1. Die haben wir 2010 schon geschlagen und jetzt schaffen wir das auch. Ja, und der ganze Spielverlauf war bei uns an sich besser als bei Argentinien. Also. Deutschland macht Weltmeister, so ganz klar. Seid ihr optimistisch? Warum seid ihr so optimistisch? Ja, warum? Weil die deutsche Mannschaft einfach der Hammer ist. Optimismus pur also, aber auf eine harte Probe gestellt. Argentinien ein schwerer, ja sicher der schwerste Gegner im Turnier. Mit bombiger Defensive, das war ja bekannt, dann aber auch. Und das gab zu mannigfachen Diskussionen Anlass mit überraschenden, blitzartigen Offensivqualitäten. Schockstarre in der 30. Minute, Tor durch Argentiniens Higuain. Dann aber doch Erleichterung, abseits. Es bleibt beim 0-0 und der gemeinsame Traum bleibt möglich. Ein Traum bleibt hingegen, was hier scheinbar passiert. Hövedes köpft kurz vor der Halbzeit aussichtsreichst auf das gegnerische Tor und scheitert millimeterknapp am rechten Pfosten. Dann ist Pause. Schönes Spiel von unserer Seite. Die Argentinier sind aber auch gut. Leichte Vorteile für Argentinien aber. Aber Deutschland packt es noch. Ich war ein bisschen überrascht, weil die Argentinier sind sehr stark über Konter. Das war ja nicht zu erwarten. Also sie sind sehr gefährlich durch Lionel Messi, aber ich glaube, wir packen es noch. Ich denke, Deutschland hat mehr Pressing gebracht, ist mehr nach vorne gegangen, hatte auch mehr Chancen. Und ich denke, dass wir das Ding holen. Ich habe hier 1000 Tore, wirklich. Jetzt muss mal langsam die Bombe platzen. Ich habe vorhin zum Fußballgott gebetet. Und kurz nachdem ich mein Gebet beendet habe, hat es gedonnert. Das war ein Zeichen. Also, das Fazit war gut, aber egal was passiert, Deutschland wird Weltmeister auf jeden Fall. Die zweite Halbzeit dann, Nacht im Stellwerk. Und ein Kampf auf Biegen und Brechen. Ein Schlagabtausch auf Augenhöhe, der die Spannung und das Adrenalin bei den Fans sichtlich in die Höhe trieb und harte Bewährungsproben erforderte. Gute Chancen auf beiden Seiten. Das Spiel geht in die 30 Minuten Verlängerung. Und dort zeichnet sich bereits das Elfmeterschießen ab. Dann aber die 113. Minute. Der eingewechselte Götze legt sich eine hohe Flanke von Schürrle Wolle auf den Spann und zieht unhaltbar ins lange Eck. 1-0, die Spannung entlädt sich, Jubelstürme bei den Fans. Dann aber noch einmal 7 plus 2 Minuten Bangen und Zittern. Punkt 23.38 Uhr, das Spiel wird abgepfiffen. Deutschland ist nach 24 Jahren wieder Weltmeister. Der Jubel im Reutlinger Stellwerk kennt jetzt keine Grenzen mehr. So,
als ob sich das Mithoffen und Mitbangen vieler Jahre jetzt auf einen Schlag entlädt. Oh mein Gott! Oh, das ist was wir hier haben können! Ja! Das ist das! Ja! Es war mega, aber wir sind froh, dass wir gewonnen haben, auf jeden Fall. Verdient gewonnen, aber hallo, aber sowas von. Ich liebe Deutschland und ich liebe euch alle. Deutschland! Deutschland! Mittlerweile ist es fast Mitternacht und die Fans zieht es weiter zum Feiern auf die zentrale Reutlinger Fanmeile, auf der sich mittlerweile viele tausende Fans und Feiernde zusammenfinden. Nicht nur in der Achalmstadt wurde es ein Abend, der für viele noch lange in den Morgen hineinreichte. Pure Freude sorgte auch noch am beginnenden Montag für Durchhaltevermögen. Es sind Momente wie diese, die sich unvergesslich in unsere Erinnerungen einbrennen und mehr sind als nur ein zusätzlicher vierter Stern auf dem deutschen Trikot. Ja, liebe Zuschauer, damit geht ein wahrhaft historischer Tag zu Ende. Kein Tal der Tränen, sondern Deutschland einig, Jubelland. Ein historischer Tag, an den sich viele sicherlich noch in Jahrzehnten erinnern werden. Der baden-württembergische Vizeministerpräsident Nils Schmid, SPD, will Schwule, die einst mit Verweis auf den berüchtigten Paragraphen 175 verurteilt worden sind, juristisch rehabilitieren, so Schmid zum SWR. Traumatisierte Betroffene müssten zudem Hilfe bekommen. Bis 1969 waren über diesen Gesetzesabschnitt homosexuelle Handlungen unter Strafe gestellt. Endgültig gestrichen wurde der Paragraph erst 1994. Die Betroffenen seien, so Schmid im SWR-Interview, durch die Strafverfolgung gesellschaftlich ausgegrenzt worden. Für einige habe dies bis zum Selbstmord geführt. SPD-Justizminister Rainer Stickelberger hat jetzt laut SWR angekündigt, das von der Landesregierung geplante Großgefängnis notfalls auch gegen den Widerstand der Bevölkerung durchzusetzen. Den geplanten Bau einer Justizvollzugsanstalt in Thuningen im Schwarzwald-Baar-Kreis hatten die Bürger durch eine Volksabstimmung erst letzte Woche verhindert. Stickelberger erklärte jetzt, es könne der Zeitpunkt kommen, an dem man auch über andere Wege nachdenken müsse. Das Gesetz ermögliche es, den Bau eines Gefängnisses auch hoheitlich durchzusetzen. Aktuell stünde das jedoch noch nicht an. In Thailand sind jetzt offenbar die Überreste eines 40-jährigen Stuttgarters gefunden worden. Laut Medienberichten fand die Polizei die bereits skelettierte Leiche des Mannes in einem Zelt im Nationalpark Khayoyai, nordöstlich von Bangkok. Die Todesursache ist unklar. Im Zelt fanden die Beamten neben einer Wanderausrüstung auch Alkohol und Zubehör für den Meth-Amphetamin-Konsum. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Morgen erwartet die Baden-Württemberger in weiten Teilen des Landes Sonnenschein. Und das lässt auch die Temperaturen wieder nach oben steigen. Während sich die Stuttgarter über bis zu 25 Grad freuen dürfen, steigt das Quecksilber in Heilbronn sogar auf bis zu 27 Grad an. Und auch zur Mitte der Woche soll das Wetter freundlich bleiben im Ländle. Dazu steigen die Temperaturen noch einmal an. Bis zu 28 Grad sind in Heilbronn, Karlsruhe und Mannheim zu erwarten. Die Handwerkszünfte stehen im Mittelpunkt des Handwerksmuseums Kehl-Kork. Vom Zimmermann bis zum Kürschner, vom Sattler bis zum Fischer sind alle vertreten. Es sind also nicht nur altbekannte Berufe vertreten, sondern auch längst vergessene und ausgestorbene Zweige dabei. Zu sehen ist die Ausstellung jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Dem Leben Kardinal Augustin Beas widmet sich das gleichnamige Museum in Blumberg. Nach seinem Theologiestudium arbeitete er als Professor und schließlich als Rektor des Päpstlichen Bibelinstituts. 1993 richtete die Stadt Blumberg in Zusammenarbeit mit der Erzdiözese Freiburg und der Kirchengemeinde Riedböhringen in seinem Geburtshaus ein Museum ein. Und das ist ganzjährig nach Vereinbarung zu sehen.